Komm, komm. Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Runde Splatoon! Mit dem Rikus und dem Barry. Hallöchen! Hallöchen. Ich hab keine Lust. Warum? Keine Lust? Weiß es nicht. Aber du heißt doch... Team. Ich hab die Hoffnung, dass ich gewinnen kann. Du heißt doch wieder nicht. Aber du heißt doch eigentlich Rikus Lustus, also... Ja, Rikus Lustus... Maximus. Perfektus. Perfektus, Es gab mal so eine ganz schlechte Werbung für FIFA 2001. Ach so? Wisst ihr, womit die geworben haben? Nö, keine Ahnung. Rikus Perfektus. Was? Rikus Perfektus. Ja, richtig schlecht. Damals habe ich mich früher schon mal immer lustig gemacht, deswegen fällt mir das gerade wieder ein. Das hört sich jetzt schon so bescheuert an. Rikus Perfektus. Vielleicht findet man das auch, wenn man das bei Google eingibt. Vielleicht kannst du es ja einbinden. Wobei, das ist wahrscheinlich von ihr verklagt. Das habe ich jetzt wahrscheinlich eh schon gemacht, ja. Das okay, wenn ihr diese Aufnahme seht, ist Tellos im Gefängnis, weil er recht von die Ende benutzt. Ja, ich darf nicht über los. Du kommst in den Gefängnis Freikarte mehr. Ja, hab ich keine mehr. Also er verkauft sich an die EA. Ja, dafür sitze ich auf dem Turm. Jetzt nicht mehr. Ach ja. Hey, bring den Turm vorwärts hier, mein Team. Was ist da los? Hier, welche, gelb. Du bist auch gelb, ne? Ja, los, Rikus, mach was. Ja, ich bin doch schon dabei. Also ich bin gerade tot, aber prinzipiell bin ich dabei. Ja, auf dem Turm drauf. Push the Payload! So, eigentlich habe ich nur die Hoffnung, dass Villager das für uns gewinnt, also für Team Blau. Oh shit, Alter, volles Massaker. Volles Massaker hier. So, blaues Team. Kämpft um Ehre und Mut. Fickt euch, blaues Team! Nein, die Blauen sind gut. Fickt euch, Blau! Och, dass du sagst, erinnert mich an diesen Japaner aus Schlosspark, der dieses Geschäft hat. Ich weiß den Namen gerade nicht. Meinst du den Restaurantbesitzer oder was? Ja, genau. Ja, Gott, ja. Ich erinnere mich, dass du das gerade so gesagt hast. Ah, oh, scheiße, nein. Nein, ich bin runtergefallen. Haltet sie auf. Verdammt. Da fehlt nicht mehr viel. Schnell, Jungs. Ja, wir müssen es kaputt machen hier. Mach kaputt. Oh, es ist gelb. Sehr schön. Nein, das ist nicht schön. Das ist schön. Ja, alle wissen, dass die Blauen, die besseren sind als die Gelben. Gelb steht ja für Neid und... Boah, was? Wir kommen alle habgierig. Die Anlage geflogen. Da habgierig die Gelben. Hier, nix gelb, na habgierig und so, ne? Hier, piss dich, Junge. Hier. Verdammte Lüge. Verdammte Lüge ist das hier. Kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Wir sind total herzlich. Ja, weil gelb auch die Farbe für Herz ist. Naja, wir sind Sonnenschein und so. Achso, stimmt, ihr seid Sonne. Ja. Voll happy und so immer. Das ist schon dunkel. Ja, vor allen Dingen schon dunkel und so. Wir müssen ja ein bisschen Sonne reinbringen hier. Komm schon, Zellos, hilf mir. Ja, ich bin schon unterwegs, hallo, komm her. Ah, ich krabbel rum. Das Ganze defenden hier. Ah, scheiße, ich bin kaputt. Boom, gesichert, sehr schön, wahrscheinlich Villager. Falls nicht, dann... Wenn nicht, dann hast du deine anderen Teammitglieder unterschätzt, ja. Shit. Das bedeutet, du diskriminierst andere. Mann, das hab ich mich aber schön... Villager ist halt gut in dem Spiel. Alter, warum? Wenn die anderen wissen, dass Villager gut ist, wissen die auch, dass wir gewinnen können. Das ja, People, Cars, Dingsbus ist ins Wasser gefallen. Ist gestorben. Sehr schön. Wie mich das freut. Der verdammte Ernst. Ach, komm schon, Leute. Alter, wir sind hier aber wirklich auf der Schlachtbahn. Wurde mit einem E-Liter SK irgendwas besiegt. Also, ja. Das war jetzt ein Massaker, ne? Also, muss man so stehen lassen. Nein, nix da hier. Aber manche Sachen kann man gar nicht einfärben, manche Wände. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, kann man nicht. Und so mit Folie überzogene Wände. Mhm. Ah, ich bin tot. Ich bin mal weg hier. Aber bei der Map muss man ja eigentlich immer nur diese Bombe auf das Ding drauflegen, wenn man es erobern will. Dann ist ja jeder tot, oder? Nö. Ja, nicht unbedingt. Man kann sich ein wenig decken. So ist das. Fuck! Ich hab Pieper gemacht. Einer drauf, los! Rikus! Bin drauf! Los, Rikus! Glaub mal nicht! Rikus! Alle zu Rikus! Rikus, wir glauben mal nicht! Hä? Du musst übernehmen, Zellos! Oh shit! Alter, oh, sterben alle echt wie die Fliegen! Egal, wir reißen das noch! Wir reißen das noch! Mit viel Willen und so! Achso, die ID von mir, die hat Hübi gerade nochmal geschrieben! Woo! Oh fuck! Alter! Fall, Alter! Gerade schon genau ist das echt Spaß! Ist eigentlich schade, ja, dass das Zelt schon ist! Cool. Hey, Jungs! Nein, du. Wieso sind das eigentlich 8 blaue gegen 2 rote, gelbe? Weiß nicht. Packt ihr euch das nicht auch die ganze Zeit schon? Ich komm drauf. Gut. Ja, ich bin drauf. Du bist ja auch einer der 8 blauen.
Ja, ich bin blau. Ich bin auch mal wieder blau. Hilf mich, ich werde angegriffen. Ah, Danger! Komm mal, komm mal, komm mal! Oh, Hüchte, ihr werdet das nicht mehr gewinnen können. Doch, wir werden das gewinnen. Also die Kills, reißen wir. Die Kills, ja, funktioniert's, aber wir kriegen das Ding nicht aus unserer Hälfte raus. Ja, wir kriegen das Ding nicht bewegt, nee. Wir kriegen aber das Ding einfach nicht raus. Ah, oh, das ist ganz schwer, das ist ganz schwer. Von Team Blau. Cheater! Wahrscheinlich das einzige Team im Moment, was blau ist, was gewinnt. Mal auf Schalke zurückzukommen. Aber weißt du, dann sind sie wenigstens richtig blau, ne? Also nicht so wie du, ne? Da einfach nur hier kommentiert und so, ne? Ich hab auch blaue Haare. Warum hast du kein Bier neben dir? Was stimmt nicht mit dir, Junge? Was für ein Ding? Bier, Alter! Was stimmt nicht? Tatsächlich Leute, die mit Alkohol leben, das glaube ich echt nicht machen. Warum nicht? Und dabei ist dann irgendwas zu sagen, was ich eigentlich nicht sagen will. Und dabei Facecam anhaben, natürlich. Ich muss mir eh mal was Schönes raussuchen, von wegen hier für Streaming. Irgendwelche Overlays muss ich mal raussuchen. Dann übrigens, Zellos, da muss ich gerade wieder dran denken, wo du damals die Folge gemacht hast, wo du hier immer telefoniert hatten mit Obama und natürlich. Merkel. Wunderschön und so, war das. Dann kam es am Ende, du. Ja, wunderschön. Ich konnte nicht mehr. Ich fand vor allen Dingen schön, wie der Johnny reagiert hat, ne? Immer schön, ja, mein Glas voll Dreck. Und der Barry hat auch voll total verständnisvoll. Ja, verstehe ich. Hat übelst gut reingepasst. Die hat auch gelegen. Das war perfekt. Nee, das hat von der Länge her perfekt gepasst. Aber ich dachte, jawohl, das ist so eine gute Chance. Die Bombe ist nur beim direkten Treffer tödlich, okay. Ich habe beim letzten Mal nur Bilder reingemacht, also nichts mit anderen. Och, Junge, faule Sau, du. Es war auch so schon wieder 3 oder 4 Stunden Arbeit, den ganzen Rotz fertig zu bekommen. So lange brauchst du dafür? Bei mir kommt das wie aus der Pistole, hey, das... Du bist halt ein verdammtes Maschinengewehr. Verdammtes Sichlo bin ich, Mann. Ja, und du musst meine ID auch eingeben. Ja, ihr müsst die alle eingeben. Alle, die joinen wollen und so. Außerdem ist der Raum voll, also. Kannst du bei deiner Wii U aber umstellen. Da musst du einstellen, dass du Freundschaftsanfragen verschicken kannst. Yes. Herrschaft, oh Gott, bitte nicht. Oh ja, das wird jetzt wieder interessant, ne? Ah, ich Herrschaft, was war das nochmal für ein Modus? Den Fleck da einnehmen. Ja, so, diesen okay. Fleck da, der so schön glibbert. Wer in unserem Team der kompetent ist, dem ich nachlaufen kann? Villager. Okay. Der Team ist natürlich kompetent, natürlich. Immer. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der Timotin und der People-Tübi da, die sind in einem Clan, ne? Das sind richtige Profis, ja? Wir haben es heute mit Profis zu tun. Ich hab Nicorino getötet. Danke, Barry. Du hast nicht gerecht. Ich hab dich gerettet. Oh. Gerecht, nicht gerettet. Gerettet und gerecht. Gerecht reicht schon. Seine Ehre wiederhergestellt. Das war nicht gerecht. Doch, das war gerecht. Ah. Wow, ich sterb so schnell. Das ist echt krank. Ja, Lilla, los, Lilla. Ach, gegnerische Herrschaft, das kann ich nicht gut heißen. Das musst du gut heißen, das muss. Kann man nicht so schnell sterben? Ich bin jedes Mal da und sofort tot. Wir haben aber auch Items drin, wo die elfmal hier dieses Bizeps-Bild drin haben. Das heißt, wir sind Angriffsstärke, würde ich gerade sagen. Die haben einfach Bizeps. Kann man mich von unten töten, wenn ich auf diesem Ding der lange noch... Ja, okay, Nicorino. Der hat das Spiel ja studiert. Ja, Oxford. Der hat es richtig studiert, weißt du? Spezialisierung. Ja, kriegt er nicht wieder Rechte. Ey, das gibt's doch nicht. Wo schießen die denn alle her? Ja, ihr habt alle keine Ahnung. Ihr habt genau gestorben wie ich, ne? Ja? Ich hab nicht mal gesehen, dass auf mich geschossen wurde. Ich hab das auch nicht gesehen. Ich war plötzlich tot. Da war auch kein Gegner in der Nähe. Also ich mag das Lilla-Team. Ich gewinne gerade. Das ist schön. Ja, das ist klar, dass du das magst. Ja, das ist schön. Noch 10, 9. Ja, das schaffen wir. Ich komme ja nicht mal an. Ich komme ja nicht mal an. Hier, ja, komm doch. Ich komme da auch nicht hin. Ja, Gewinner. Ja, gewonnen, ganz klar. Hier, hallo, guck. Kirschkonfekt, ich grüße dich. Kirschkonfekt. Das war nicht fair. Topsche, du hast immer was verpasst, wenn du AFK hast. Yum, lecker. Also, ich hätte jetzt Lust auf Kirschkonfekt. Ja, okay, wunderbar gewonnen. Aber eigentlich nur die Stufen angucken von den anderen dreien da oben. Überlege, ob ich die Teams gleich verteile. Soll ich das mal machen? Kannst du machen. Versuch's mal, nach bestem Gewissen. Also, die kannst beiden NC auf jeden Fall trennen. Ja. Schon mal. Also, wir machen jetzt mal wir machen Operation Goldfisch. Aha. Also, wegen mir kannst du auch Zufall weitermachen. Ich finde es nicht so wild. Ey, ich probiere das jetzt mal fair zu machen. Vielleicht probier's mal. Du schaffst es vielleicht. Nicorino und Villager sind auch krass. Weiß ich nicht, ob People CST auch so gut ist und Neymar? Weiß die ich jetzt nicht. Die sind eigentlich alle gut. Außer wir.
Nee, wenn du das sagst. Also musst du uns verteilen, einer an ein gutes Team, einer ins schlechte. Oder Moment. zwei schlechte. Den Neymar noch mit nach links, denke ich. Ja. Ist das so? Bei ja, wir sind egal uns und drei irgendwie zu ja, uns genau, drei egal, genau. Ja. Das müsste so einigermaßen passen. Wir sind Zufall, mal gucken. Passt schon. Wir probieren es mal aus, wenn es nicht klappt, mache ich weiter Zufall. Passt schon. Ein Versuch. Wir werden das rausbekommen. Ob wir vielleicht auch in Ruhm und Ehre schwimmen werden. Vielleicht wird es heute nur der Rikus sein. Ehre zu vernaschen. Böse Hintergrundstimme. Machst du nochmal deine tolle Stimme mit dem Kommentator beim Sport? Bei Sport 1? Ja. Was soll ich denn dann sagen, ohne irgendwas sagen zu müssen? Du hast gleich ins Platoon. Wird Zellos gegen Vicorino gewinnen? Oder wird Timo Chin Neymar töten? Das alles gleich auf Sport 1. Langweiligste Platoon-Liga aller Zeiten. Also das wäre doch mal eine Sendung, die würde ich sogar gucken. Mit Thomas Helmer als Experten, der malte die Linien auf. Ja, da hätte er schießen müssen, ganz klar. Ja, da schießen müssen, ganz klar, ja. Live auf Sport 1. Kennt ihr die Werbung mit den zwei linken Füßen? Nee. Die haben jetzt eine Werbung rausgebracht bei Sky. Na gut, das ist wahrscheinlich deswegen. Da ich hab ja Sky, die, aber... Die Bayern-Spieler wecken auf, also Müller und Boateng und so, die haben nur noch linke Füße. Die haben also echt zwei linke Füße dran, ne? Aha. Und dann spielen die nur noch Müll zusammen und Orkan ist da mit dabei und machen sich dann darüber lustig und das müsst ihr euch eigentlich mal anschauen, das Armer. Okay. Werde ich ja sicherlich irgendwann sehen, dann, wenn Arminia oder Bayern mal wieder spielt. Du bist schon zerschnetzelt. Wo müssen wir denn hin? Einfach da, wo wir ein Goldfisch. Mit dem Goldfisch, okay. Gleich vorbei, keine Sorgen. Vor allen Dingen, ja, das ist eine kurze Runde. Was geht denn hier Krankes ab? Ich komme ja nicht mal aus meinem Startgebiet raus. Ja, weil der Neymar alles hier schön alles vollkleckst, statt zu klotzen. Vielleicht sind die Teams doch nicht so gut gewesen. Vielleicht habe ich sie damit provoziert. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie gerade besser, als jetzt so richtig gut, weißt du? Neymar, hör auf so hart getötet. Wow, das war... Ich kam schon mal annähernd in die Nähe von dem Ding. Okay, Team, das hat nicht funktioniert. Ich mache wieder Zufall. Vor allen Dingen, der Rikus, der war in dem grünen Team, ne? Und da ist selber nicht hinterher gekommen. Nee, ich bin einmal gestorben und dann kam ich nicht mehr annähernd ran an das Ding. Und ich bin gerast wie so ein Irrer. Ja. Ja. War also, gut. Ich war nicht. Das war eine schöne Runde, ne? Das Spiel. War gut, ja. Also, ich muss aber auch sagen, das Goldfisch ist immer mega schnell vorbei bei uns, oder? Ja, das ist aber immer vorbei, ist ganz schnell, ja. Ich mach mal einen Bierkampf. Ja, dann ist es wenigstens. Mach wieder egal. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch, absolut in die Hose. Sind aber alle viel zu gut für uns. Problem ist, wir drei sind nicht so gut und alle anderen sind gut. Also wer zwei von uns im Team hat schon verloren. Ist ja das wieder verloren. Was? Weil wir zu zweit sind und Rikus ist alleine mit den ganzen Guten. Vor allen Dingen Nicorino und Villager U in einem Team. Aber wir haben Neymar dabei, Alter. Wir haben Neymar dabei, Alter. Das ist der Neymar von Barcelona? Natürlich ist der Neymar von Barcelona. Was denkst denn du hier? So, ich muss A drücken, ne? Ja, du musst A drücken. Ich völlig verpeilt. Ja, natürlich. Ich hab gerade überlegt, welche Pokémon ich so ansagen könnte. Shiggy! Shiggy! Ich werde unbedingt den einblenden mit der Sonnenbrille, ne? Der cool aus dem Anime. Ja, Mann, das war geil. Der war voll gut, Mann. Ich kann jetzt nicht deine ID einfach so eingeben, weil wir mitten in einer YouTube-Aufnahme sind und wenn ich den Raum verlasse, ist der Raum zu. Ja. Das ist denn problematisch gerade. Außer du willst schuldig sein. Ich bin Top 4. Also du willst schuldig sein, dass wir wegen dir wieder schneiden müssen. Sicher! Hallo Danny, ich grüße dich. Ich kann das gleich gerne machen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Alter, ich hab 74... Dann musst du mir deinen Namen nochmal schreiben. Alter, ich hab 74 Laser-Coins, Alter. Boah! Cool. Ja, ich hab voll rein. Ja, Mann! Verdammt, ich muss ihn überholen. Ich hab sogar mehr als der Nico, ey. Boah! Ja, Neymar ist ein guter Spieler. Ja, kann man jetzt nicht sagen, wer schlecht ist. Ah, ist jetzt zwar nicht so gut wie ich im Fußball und nicht so gut wie Nicorino, aber. da kommt der nächste mit dem Nicknamen NC Ronaldo. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Das wird dann zu viel. Zu viel Fußball. Zu viel Fußball. Ja. Eigentlich Quatsch. Juhu. Man kann nie genug Fußball haben. Ja, eben. Ach, meinst du? Das ist wieder schön. Es läuft jetzt quasi fast jeden Tag bei mir Fußball zu Hause und meine Freundin dreht durch. Ach so, okay. Aber schön. Macht Spaß. Dortmund geguckt nochmal. Oh, ja, ich hab's alle getötet. Lawine. Ich wollte eigentlich Leipzig gegen Köln gucken, aber ich hab's leider verpasst. War Sonntag, ne? Da hab ich gestern gestreamt, ja.
Na, ich war gestern im Zoo. Zoo? Fünf, nein, fünf Spaß, Stunden Zoo ist cool. So. Sag's, ich war gestern in der Kirche. Der Kirche? Was hast du da gemacht? Und haben eine Kirsche gegessen. Gläubige bekehrt. Zur Rikus-Organisation, zur Longus-Organisation, ne? Genau. Ach. Da laufen alle nackig rum. Und präsentieren ihren Stolz. Wenn er nicht am Boden schleift, dann hat man es falsch. Wenn er nicht am Boden schleift, dann hat man es genau richtig. Ach, dieses Niveau. Ah, Captain Niveau, welches wir Niveau? Sinken. Tut, tut. Was das denn? Das ist eine Anspielung auf die Titanic, weißt du? Captain, wir sinken! Und dann nee, so ich dachte, weil ich dir gerade von der Tintenmine getötet wurde, ich habe dieses Item vorher noch nie gesehen. Also. Ach so. Ich habe sie schon öfters gesehen. Öfters gespürt vor allen Dingen. Whee. Ah, für Orange richtig gut, Mann. Richtig sonnig. Capri-sonnig. Capri-sonnig, aber richtig hier. Frag mich, ob man, wenn man Capri-Sonne jetzt trinken würde, ob das einfach zu süß wäre oder ob man das trinken könnte. Würde schmecken wie zu dünner Orangensaft. Wie früher auch. Wie früher auch, genau. Ich habe früher in der Schule immer diese Kakaoflaschen getrunken. Konnte man diese Longdrinks, diese Kakao-Schokodrinks. Waren eigentlich richtig widerlich. Eigentlich ja, aber ich als Kind habe ich drauf, weil ich richtig drauf abgefahren habe. Ich habe die nur getrunken früher, weil ich keinen Bock hatte, Mineralwasser zu trinken. Das war mein Stoff damals, dieser Schokodrink. Seht Kinder, was daraus wird, wenn ihr den nehmt. Mmh, also, guten Tag, Leute! Ich bin Bärbel, hallo. Hallo, ich bin Bärbel. Oma Ralf, bist du's? Ralf? Wieso hat Nico Villager mich da getötet? Ich hab ihn doch auch abgeschossen. Naja, egal. Ja, ich hab Villager getötet. Ob ich eine Aktiengesellschaft werde? Ah, richtig schön. Du musst aber dann in, wenn du in eine Aktiengesellschaft ne, reingehst, dann musst du unbedingt in Lasercoins investieren. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja, und dann war sowas so berühmt wie Bitcoins. Bald so berühmt wie Bitcoins, ja. Dauert nicht mehr lange, dauert nicht mehr lange. Wenn die Euro-Krise erstmal im vollen Gang ist, wird die dann wollen dann sie alle. Dann reich, weil die einzigen sind, die Lasercoins haben. Ich kann bestimmt, wer welche kriegt. Ganz genau. Das könnte sogar echt passieren. Oh Gott, das war auch Orange, schlimm. Alter, Orange. Beste Mannschaft, Orange! Das war brutal! Mit Bewegungssteuerung! So, Stellos? Ja, noch zwei Runden. Willst du noch machen? Zwei Runden noch? Machen wir noch. Okay. Dann nehme ich die Anfragen an, die dann kommen oder macht dann die kommen eine raus. Gehen. Ja, gewonnen, juhu! Haben wir gestern im Zoo Antilopen gesehen und mir fiel also der Satz aus na, wie hieß es? König der Löwen ein. Ah. Na, wie war's? Das Antilopen werden zu Gras oder was? Genau, warte, ich hab's gleich. Aber wir fressen doch die Antilopen. Ja, aber wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras. Und die Antilopen fressen das Gras. Also sind wir alle eins. Ich habe letztes, wirst du nicht glauben, ich habe vorgestern, ich war in Nostalgiefieber, ich habe König der Löwen 2 und 3 geguckt mit Timo. Geil. Ich habe mir das reingezogen und ich fand die, weil König der Löwen 3 mit Timon und Pumba ist eigentlich mehr oder weniger Parodie, ne? Ja, auf die, das ist auf auch irgendwo nur so ein Zusammenschnitt aus den ersten zwei Filmen. Ich finde den dritten doof. Und ich finde es jedes Mal stark, wenn er dann irgendwie so kommt mit so, keine Ahnung, vor allen Dingen am Anfang, ne? Dieses Lied und alles so. Castlevania! Und wie wir anfangen darüber. Voll, ich finde das voll gut. Also Parodien. Der erste König der Löwen ist ein super Film. Ja, danach das schön. Alles, naja. Ja, ja. Und die ganzen Witzbilder, die es mit sich gezogen hat, ne? König der Löwen, ne? So, Long Live the King. Ja, damit und so, du mal verlierst, Nicorino, warum denn sonst? Ja. Eine Frage, also. Der fragt Sachen, hey. Schlimm. Ja, und allgemeiner kamen eine Menge Witzbilder zustande auch, ne? Long Live the King und so. Ja, wo er den Spoiler Mufasa in den Graben schmeißt und so verfießt das gar. Ich tötete Mufasa! Ja, ey. Oh. Ich kenne jemanden, der kann den ganzen Alter. König der Löwen-Film mitsprechen, weil er das jeden Tag als Einschlafen zum Einschlafen hört. Ich kann es bestimmt auch noch. Mein Cousin konnte früher Sin City mitsprechen. Und dann irgendwann bin ich zu ihm und der so, und ich so, wollen wir was in City gucken? Der so, ja, können wir von mir aus mal gucken. Und da hat er nicht eine verdammte halbe Stunde mitgesprochen. Ich so, halt jetzt deine Fresse. Wie geil ist das denn? Bei mir ist das bei VW Vendetta so, das ist mein Lieblingsfilm. Der ist auch ein guter Film. Das stimmt, auch. Das ist auch wer, so. Ne? Wer ist nämlich Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Ja. Ist boah, gemein. Wir werden jetzt wahrscheinlich richtig hart verlieren, weil die beiden im gleichen Clan sind, beide im Team sind.
Und im Teamspeak. Ja, immer diese Profis. Ja. Die lachen sich voll, die wollen uns kaputt. Ja, diese Noobs. Nicht auslachen, bitte. Und die Streamer auch noch, solche Noobs. Die Streamer auch noch. Das ist aber auch in der Entfernung ab, das ist unglaublich. Nico, Reno, das ist jetzt, musst du glänzen. Das ist deine Chance, zu zeigen, dass du der beste Spieler der Welt bist. Oh ja, Nico, also, wir zählen auf dich. Hüpft ihr nur im Stadtgebiet rum. Komm, ja, da hüpft im Stadtgebiet rum. Die haben die Herrschaft übernommen und tun es jetzt sogar noch. Ja, und die jagen uns jetzt auch noch. Was ist denn hier los? Bewegungssteuerung. Das sind verdammte Ninjas. Ich finde das extrem witzig, die HP verlieren. Nico, mach doch was. Ich könnte mich vorbeischleichen. Nico, mach was. Ich könnte mich vorbeischleichen. Wie ein ich glaube, er hat sich aufgegeben. Ninjask. Nico, Reno ist gebrochen. Nein, ich mach noch die Punkte. Nein! Ich war kurz davor. Nein. Ich war so kurz davor. Ich hätte sie fast aufgehalten, Leute. Tut mir leid. Dann halt Skype. Ernsthaft, Neon Laser Kid wäre. Ich weiß nicht, was du meinst. Diese Teamzusammenstellung ist nicht fair, weil Nico Reno auch nicht gespielt hat. Nico Reno stand nur AFK. Er stand da AFK in der Basis, weiß ich nicht. Alter, ist es dein Ernst, nur weil du mal mit uns spielen musst? Hast du keinen Bock mehr? Vor allen Dingen, der Nico war auch noch der Beste bei unserem Team. Ey, Nico Reno, ganz ernsthaft, ohne Mist. So ein krummes Bitchel muss nicht sein. Das sieht doch mal im schlechteren Team. Was soll's? Ja. Das ist fies, ne? Dass wir das von uns sogar sagen, wir sind im schlechteren Team. Das ist okay, wir sind halt nicht so gut, aber das ist... Wir haben halt nicht so lange gespielt, ne? Ja, so ist das halt. Dafür würde ich die alle in Pro Evolution Soccer fertig machen. Oh, und ja. Nikos wird euch in Smash Bros. Wahrscheinlich fertig machen. Und ich würde euch alle in Galgan fertig machen. Außer wenn Sylvie kommt, die macht mich alle. Die ist nicht da. Oh ja. Ey, die habe ich schon ein bisschen vermisst, ne? Die gute Sylvie. Danny, ne? Du kannst mich gerne adden. Adde einfach Barry Straw bei Nintendo, dann... Mach das. Adde ich. Oder passt das gleich. Ich muss gleich eh noch einen anderen auch noch adden. Und verfolge... Und verfolge den Verrückten gleich auf Twitch, dann kriegst du immer mit, wann er sein Zeug macht da, ne? Vor allen Dingen am Donnerstag, ne? Da wird's ja richtig jubiläum-tastisch und so, ne? Twibi Wuppi macht das. Das ist jemand, der Stefan heißt, der kommt aus Wuppertal und wir nennen ihn Wuppi, weil wir noch einen anderen heißen, der Stefan heißt und wir haben keinen Bock. Darf ich einmal ganz kurz erwähnen, wir haben einen neuen Rekord, was aktive Zuschauer betrifft, ne? 16 Leute. Also, wow. Ich bin stolz, hallo, willkommen und so, ne? Also, ich muss sagen. Wir tun einen Rekord, ja. Sehr schön. Ja. Mario Maker hatte ich, glaube ich, mal 25. Meilensteine erreichen wir heutzutage. Heieiei. Läuft sogar was. Ach ja. Was macht Nico? Nico macht. Der ist jetzt eingeschnappt. Oh, der will nicht mehr. Der ist eingeschnappt jetzt. Aber wir werden sowieso... Warum? Was haben wir denn gemacht? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich... Ich hab gesagt, das soll nicht so war, wahrscheinlich waren wir zu schlecht. Wahrscheinlich waren wir zu schlecht. So, ja, das ist doch kein Grund aufzugeben. Wer ist im Team? Doch, der, nicht. Das ist doch scheißegal. Ah, wir drei im Team? Gegen Wayne? Gut, wir sind zusammen so wie eine Person, deswegen ist das okay. Oh, ja, natürlich. Vielleicht anderthalb. Zusammen werden wir siegen. Das ist der Spruch von den Heilbronner Falken, das ist die Eishockeymannschaft. Gemeinsam werden wir siegen. Und eigentlich mehr oder weniger an die Fans gerichtet, ne, dass die Fans immer schon dabei sind und unterstützen und so, aber. Ja. Wo ist der verdammte Ton? Da unten. Irgendwie, manchmal finde ich den Spruch komisch, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann sich irgendwie was anhört davor auf Radio Ton oder keine Ahnung was, Nothing Else Matters, und dann kommt dann die Werbung, ne? Zusammen werden wir siegen. Nothing Else Matters! Und keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich habe zwei Spiele habe ich live geguckt, aber ich bin nicht so eine mega aktive Fan, sag ich mal. War schon mal krass. Ehrlich gesagt nicht mal mitgekriegt, welche Sportart das ist. Weil das ist Eishockey. Eishockey ist eigentlich eine coole Sport. Würde ich mir gerne mal ein Spiel angucken. Alles okay. Ah! Aber sich eine Sportart anzugucken, wenn man keine Ahnung davon hat, ist irgendwie anstrengend. Ja, könnte sein. Alter, ich finde es immer krass, wie ich jetzt so baller werde. Aber ich finde es gut, wie gut manche Leute hier drin sind. Ja, das ist... Gut ab. Ja. Dafür bist du halt in Smash richtig gut, ne? Ich spiele aber auch jeden Tag Smash. Suchtli! Ja, anders kannst du da nichts reißen. Oh, ich bin oben. Man merkt es ja schon online in One-on-One, wenn du da spielst, was da für Leute drin sind. Die einen regelrecht zerreißen in der Luft. Oh fuck, ich wurde zerklatscht. Von Nico King. Nee, von Timochin. Ach, ich hasse diese Attacke, wo der als Tintenfisch über die ganze Map läuft. Musst halt töten, wenn er das macht. Einfach springen. Ja, aber alles sagst gut, Leute. Jetzt nach 8 Folgen oder 9 Folgen? Ich hab's auch erst nach 6 Folgen durchschaut. Ach so. Aber ich springe das noch nicht. Guys hier. Alter. Oh ja, super. Ich bin hier. Ich bin oben und ich... Ich fahre mit dem schönen Waggon hier los. Schön.
Ah, die führen tatsächlich. Ich fall runter. Ne? Ich fall runter. Zellos, warte auf mich. Ich bin runtergefallen. Ich bin dir auf dem Klo gelandet, Alter. Das ist so gut. Der Rico ist da. Ich bin auch mal auf den Tour. Ja, auf den Turm. Schmeiß Bomben. Macht's kaputt. Ja, ich hab ihn kaputt gemacht. Hey, wir werden das gewinnen. Leute, noch 5, 4. Wir sind ja auch einer mehr. Aber wir sind auch einer mehr. Also. Ja, wir sind auch einer mehr, ja. Aber wir haben gewonnen. Sieg. Sieg. Ich finde das immer wieder schön bei uns, ne? Obwohl wir ganz eindeutig in der Überzahl gewonnen haben. Aber, ein K.O.-Sieg. Ja, aber wir haben... Aber wir freuen uns trotzdem wie die Schulmädchen, ne? So, ja, Sieg! Ja, es ist auch so. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal einen kill, auch wenn ich dafür 10 so, mal sterbe. So, dann cut. Ja, ich mach mal einen netten kleinen Cut wie so ein Sichler, ne? Sichler. Und wir sehen uns dann im nächsten netten Part dann bei Splatoon. Alter Holz! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao! Ciao!